Obwohl Masken auf den ersten Blick nicht so spannend erscheinen wie Effekte, werden sie in deinem Alltag in After Effects dein ständiger Begleiter sein. Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias und in diesem After Effects Tutorial für marmorworld.com zeige ich heute, wie man mit Masken umgeht. Dazu habe ich den folgenden Clip vorbereitet hier, plate.de, und den ziehe ich, wie ihr im ersten Teil der Tutorial-Serie gesehen habt, auf dieses Symbol, um eine neue Komposition zu erzeugen. In der Komposition haben wir jetzt diese Ebene drin und ich scroll hier mal mit dem Mausrad raus, um das hier in Vollbild sehen zu können. Und jetzt scrolle ich mit dem Mausrad nochmal rein, weil genau das ist der Bereich, um den wir uns heute kümmern werden. Wenn ihr das hier vergleicht mit dem fertigen Resultat von am Anfang, dann werdet ihr feststellen, dass hier mein Gesicht sichtbar ist, während das im fertigen Clip nicht sichtbar sein soll. Da soll das hier alles vollkommen schwarz sein. Und genau das machen wir jetzt mit Hilfe von Farbflächen und Masken. Und Farbflächen habt ihr auch schon im zweiten Teil gesehen. Da haben wir nämlich auf eine Farbfläche diesen Blitzeffekt angewendet. Die kann man erzeugen, indem wir auf Ebene, Neu und so weiter hier gehen. Das seht ihr jetzt leider nicht, weil das außerhalb des Aufnahmebereichs ist. Eine andere Möglichkeit, so eine Ebene zu erzeugen, ist, wenn ihr rechter Mausklick hier unten in dieses Fenster macht. Also nicht auf diese Ebene drauf, sondern hier in den leeren Bereich. Und dann könnt ihr gehen auf Neu. Und hier habt ihr dann eine Menge Auswahl, was für Arten von Ebenen ihr neu erzeugen könnt. Und eins davon ist eben eine Farbfläche. Bei der Farbfläche kann man hier eine Farbe wählen. Die steht jetzt schon auf Schwarz. Und wir nennen die dann gleich mal schwarzes Gesicht. So. Okay, die hat standardmäßig schon die Größe von der Komposition, was hier genau richtig ist. Und jetzt haben wir hier eine große schwarze Farbfläche über unserem Video. Jetzt soll die natürlich nicht so groß sein, sondern nur das Gesicht abdecken. Ja? Und genau das machen wir mit Hilfe von Masken. Ich mache diese Ebene hier mal nochmal unsichtbar. Ja, dass wir das Gesicht da unten drunter nochmal sehen können. Und jetzt möchten wir diese Farbfläche sozusagen nur auf dieses Gesicht zuschneiden. Und dazu braucht ihr das Maskenwerkzeug. Das findet ihr hier. Zeichenstiftwerkzeug nennt sich das. Ja, und wenn ihr eine Farbfläche selektiert habt und dann mit dem Zeichenstiftwerkzeug etwas malt, dann wird das automatisch eine Maske für diese Ebene. Wir könnten jetzt hier diese Ebene sichtbar machen und dann klicke ich hier mal einfach so ein paar Punkte und dann klicke ich nochmal auf den ersten Punkt und dann haben wir eine Maske. Ja. Wenn wir jetzt eine Maske um das Gesicht drumherum malen wollen, dann ist es natürlich schwierig, das blind zu tun. Ich mache hier nochmal rückgängig, bearbeiten, Pfad bearbeiten, rückgängig, 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 rückgängig. So, wir können jetzt hier natürlich schlecht dieses Gesicht nachmalen. Was man dafür machen kann, ist diese Ebene die Sichtbarkeit mit dem Auge hier abschalten und jetzt aber mit dieser Ebene selektiert hier reinklicken. Und dann malen wir trotzdem eine Maske auf dieser Ebene, obwohl sie gerade nicht sichtbar ist. Ja. Ich klicke jetzt und anstatt nur zu klicken, halte ich die Maustaste jetzt gedrückt und ziehe die Maustaste. Und dann seht ihr, dass ihr hier solche Händel, solche Griffe bekommt und damit kann man auch kurvige Masken malen. Ja? Das heißt, ich halte jetzt so und jetzt lasse ich die Maus los und jetzt klicke ich zum Beispiel hier hin, so, halte nochmal die Maustaste gedrückt und ziehe wieder und dann kriege ich hier auch solche Griffe. Das ist also sehr praktisch, um so eine kurvige Maske zu malen und jetzt mache ich das hier so weiter, so. Zum Beispiel. Und jetzt habe ich meine fertige Maske gemalt. Wenn ich jetzt die Maske wieder sichtbar mache, dann seht ihr, dass dieser Bereich hier wunderbar schwarz wird. Okay. Wenn ihr das jetzt sehen wollt, ohne dass ihr die Maske selber hier seht, dann könnt ihr auf dieses Symbol klicken. Das schaltet die Sichtbarkeit der Masken in diesem Fenster an und ab. Ja, das heißt, ich klicke hier drauf und jetzt seht ihr nur den schwarzen Bereich. Das ist alles sehr schön. Und was vielleicht noch nicht so 100% optimal ist, ist, dass man hier so eine feste, so eine nicht sehr weiche Kante sieht, so einen abrupten Übergang, ja, wo die schwarze Farbfläche hier anfängt und aufhört. Hier oben sieht man das auch ein bisschen, da ist die Maske vielleicht nicht sehr akkurat. Und was wir dazu ändern können, ist die Maskenkante, die weiche Maskenkante. Die findet ihr, wenn ihr jetzt hier drauf geht,
Seht ihr hier auf einmal was Neues? Masken. Ja, das ist nur da, wenn auf der Ebene eine Maske eingefügt ist. Also auf dieser Ebene hier habt ihr das, wenn ihr das aufklappt, nicht, weil da eben keine Maske da ist. Aber hier haben wir jetzt ja eine Maske drauf. Also findet ihr die hier. Und die eine Maske, die wir hier drauf haben, ist die hier. Hier könnt ihr auch mehrere Masken auf der Ebene haben. Das sehen wir gleich. Und hier gibt es jetzt weiche Maskenkante. Wenn wir das größer machen, diesen Wert, dann sehen wir, dass es hier unten weich wird, dieser Übergang. Ja? Also je nachdem, wie stark ihr das drückt, wie hoch ihr diese Zahl wählt, umso weicher wird diese Maske. Besonders deutlich sehen wir das, wenn wir uns nur diese Ebene hier angucken. Das kriegen wir hin, wenn wir hier auf diesen Solo-Schalter drücken. Dazu solltet ihr sichergestellt haben, dass die Ansicht hier auf transparent ist. Ja? Also wenn ihr hier draufklickt, dann ändert er diesen Hintergrund zwischen schwarzer Hintergrund und transparenter Hintergrund. Und da die Maske selber schwarz ist, also die Farbfläche, seht ihr hier natürlich nur was vor transparentem Hintergrund. Also macht das hier sichtbar, transparent. Okay, dann seht ihr also hier, je weicher wir die Maskenkante wählen, desto weicher wird das Ganze. Ein Problem ist, wenn wir die Maskenkante sehr weich wählen, dann wird das ja auch immer kleiner. Und zwar, weil sozusagen die Hälfte der Weichheit nach innen geht und die andere Hälfte nach außen. Also wenn ich hier die Maske selber nochmal sichtbar mache, seht ihr, dass ein Großteil der Weichheit jetzt nach innen ist und ein anderer Teil nach außen. Um das zu kompensieren, kann man hier noch eine Maskenausweitung einstellen. Damit kann ich die Maske also insgesamt größer oder kleiner machen, als sie tatsächlich hier angezeigt ist. Ja, und wenn wir jetzt zum Beispiel eine weiche Maskenkante von 26 Pixeln haben, das heißt 13 weiche nach innen und 13 nach außen macht insgesamt 26, dann könnten wir hier auch sagen, okay, wir machen eine Maskenausweitung von 13, also genau der Hälfte. Und dann seht ihr, dass die weiche Kante sozusagen hier am äußeren Rand anzufangen beginnt erst. Ja? Also das heißt, wenn die Weichheit sozusagen nur nach außen gehen soll, sehr einfacher Trick, wählt hier die weiche Maskenkante und wählt für die Ausweitung einfach den halben Wert davon. Okay, wenn wir uns das jetzt so ansehen, sieht das ja schon mal ganz gut aus. Ich wähle jetzt hier, wenn ich jetzt hier reinklicken würde, würde ich eine neue Maske zusätzlich erzeugen. Das will ich jetzt nicht, deswegen selektiere ich hier nochmal mein Standardwerkzeug. Okay, wenn wir uns das jetzt angucken, ich schalte die Maskensichtbarkeit hier nochmal ab. Ich schalte hier mal an und aus, um den Unterschied zu sehen. Dann sehen wir, im Grunde sieht das schon ganz nett aus. Hier unten mit der weichen Maskenkante passt vielleicht auch schon ganz gut. Aber hier oben wollen wir eigentlich keine weiche Maske. Ja. Da oben haben wir ja eigentlich hier eine sehr klare Kante, hier an dieser Kapuze, wo das Schwarz aufhören soll. Das heißt, eigentlich wollen wir nur in diesem unteren Bereich hier weich und in diesem oberen Bereich hier keine weiche Maskenkante. Okay, dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Die Möglichkeit, die ich euch zuerst zeige, ist ein neues Feature von CS6. Das heißt, wenn ihr eine ältere Version habt, geht das leider nicht. Aber ich zeige euch gleich noch eine zweite Möglichkeit. Okay, die einfache Möglichkeit in CS6 ist die folgende. Wir stellen hier die weiche Maskenkante nochmal auf 0 und stellen hier die Maskenausweitung auch nochmal auf 0 zurück. So. Und jetzt haben wir wieder unsere ganz unweiche Maske. Ich klicke hier nochmal auf dieses Solo-Symbol hier, um nur diese Ebene zu sehen. Und in CS6 gibt es jetzt neben diesem Zeichenstift-Werkzeug auch noch das Werkzeug weiche Maskenkante. Und was ich mit dem machen kann, ist, ich stelle jetzt hier die Sichtbarkeit der Maske nochmal ein. Und jetzt gehe ich hier an irgendeinen Punkt in meiner Maske, irgendwo an der Kontur. Und dann seht ihr, wird dieses Symbol zu einem Plus. Und jetzt halte ich die Maustaste gedrückt und ziehe die Maustaste. Und jetzt seht ihr, dass hier kriege ich so einen neuen Punkt, mit dem ich jetzt die Weichheit der Maskenkante bestimmen kann. Und ich kann jetzt zum Beispiel sagen, na, hier am unteren Ende soll die Maske sehr weich sein. Und wenn sie jetzt aber oben nicht so weich sein soll, dann klicke ich dahin, wo sie nicht so weich sein soll, zum Beispiel hier. Und habe jetzt hier einen zweiten Punkt, wo ich sagen kann, okay, hier soll die Maske fast gar nicht weich sein, also so weit. Und dann mache ich das gleiche nochmal hier. Klicke hier drauf, kriege wieder einen zusätzlichen Punkt, an dem ich die Weichheit kontrollieren kann. Und je weiter ich weggehe, desto weicher wird es. Und je näher ich komme, desto weniger weich. So. Und jetzt sehen wir, habe ich hier eine weiche Maskenkante, die hier nur nach unten geht. Also die nur unten weich ist. Und wenn ich mir das jetzt als fertiges Resultat ansehe, ich nehme mir dieses Solo also nochmal weg.
Dann sehen wir, hier oben habe ich jetzt also kein Schwarz mehr, was in das Bild hier reinstrahlt, aber nach unten habe ich einen sehr schönen weichen Übergang. Ich schalte die Maskensichtbarkeit nochmal ab und das sieht jetzt also insgesamt schon sehr gut aus. Natürlich können wir die Maske hier noch ein bisschen präziser an die Kante legen. Ich mache die hier nochmal sichtbar und scroll hier mit dem Mausrad nochmal ein Stück näher rein. Und jetzt sehen wir, wie man Masken nachträglich manipulieren kann. Ja? Das kann ich nämlich mit dem Scheitelpunkt-Konvertieren-Werkzeug machen. Genau, da kann ich hier drauf gehen, diesen Punkt, und dessen Händel, also dessen Griffe hier, nachträglich noch einmal anpassen. Wenn ich jetzt gleichzeitig die Leertaste gedrückt halte, ich drücke jetzt die Leertaste, dann kann ich den Punkt auch nachträglich verschieben. Ja, das ist also sehr bequem. Ich kann jetzt hier zum Beispiel diesen Punkt anwählen, setze jetzt hier nochmal diese Griffe passend, drücke die Leertaste und mit gedrückter Leertaste schiebe ich den Punkt jetzt dahin, wo er hin soll. So, jetzt habe ich euch ja noch versprochen, dass man diese unterschiedliche weiche Maskenkante nicht nur in CS6 machen kann, sondern auch mit älteren Versionen. Und da ist der Trick, dass man einfach unterschiedliche Masken verwendet und die miteinander kombiniert. Um das zu tun, selektiere ich jetzt hier diese Maske und gehe auf Bearbeiten, Löschen. Hier könnt ihr auch die Entfernen-Taste drücken stattdessen. Oh, jetzt habe ich nur diesen Maskenpunkt entfernt, das wollte ich nicht. Ich selektiere jetzt die ganze Maske und klicke jetzt auf Entfernen auf der Tastatur. Ja, und jetzt ist die ganze Maske verschwunden und deswegen ist ja wieder alles schwarz, weil jetzt wieder diese komplette schwarze Ebene hier sichtbar geworden ist. Ich schalte die nochmal aus und mache jetzt erstmal eine erste Maske, die später keine weiche Maskenkante bekommen soll. Ja, also das heißt, ich gehe auf das Zeichenstift-Werkzeug, wähle jetzt diese Ebene, zeichne jetzt also auf dieser Ebene eine Maske. So. So vielleicht. Und das soll jetzt eine Maske also sein, die keine weiche Maskenkante hat. Ja. Und jetzt möchte ich noch eine zweite Maske hinzufügen, die eine weiche Maskenkante bekommen soll und die jetzt diesen unteren Bereich hier mehr abdeckt. Dazu gehe ich jetzt einfach, klicke ich hier irgendwo in die Mitte oder sonst wo hier rein, wo jetzt nicht gerade diese Maske hier ist, ja, sodass mein Cursor dieses normale Maskenwerkzeug ist und fange einfach an, eine zweite Maske zu malen. Und die soll jetzt hier diesen Bereich abdecken, der weich sein soll. So. Und jetzt stelle ich bei dieser zweiten Maske, wir sehen, wir haben jetzt hier zwei Masken, um die unterscheidbar zu machen, kann ich auch hier auf diese Farbe klicken und mir hier eine andere Farbe für diese Maske aussuchen. So, es ist die hier zum Beispiel rot. Und jetzt stelle ich für die rote Maske eine weiche Maskenkante ein. Und jetzt sehen wir, dass die rote Maske weich wird. Ja, ich habe jetzt hier unten also so einen weichen Bereich. Und ich solo das hier mal nochmal. Ja, ich klicke hier drauf, damit wir nur diese Ebene sehen. Und jetzt können wir sehen, dass ich diese beiden Masken also miteinander kombinieren kann. Ja. Jetzt ist das so ein bisschen schwierig, aus diesen beiden Gebilden, hier diesem weichen Gebilde und diesem harten Gebilde, auf diese Art und Weise eine vernünftige Kombination hinzukriegen. Ja, dass ich hier einen halbwegs gleichmäßigen Übergang von diesem ganz schwarzen zu diesem weniger schwarzen habe. Im Moment stehen diese beiden Masken hier auf Addieren. Das heißt, so viel wie alles, was in der einen Maske drin ist oder in der anderen, das landet in meinem fertigen Resultat. Jetzt kann ich einen Trick benutzen und sagen, ich ändere das jetzt und stelle zum Beispiel die zweite Maske hier auf Subtrahieren. Ja? Das würde so viel bedeuten wie die zweite Maske, alles, was in der zweiten Maske drin ist, wird entfernt. Das sehe ich am besten, wenn ich hier nochmal die weiche Maskenkante zurückstelle auf 0. Ja, dann sehen wir, okay, das Rote wird von dem Gelben ausgeschnitten. Okay, warum habe ich euch das jetzt erklärt? Warum macht das Sinn, das hier zu benutzen? Nun, was man jetzt machen kann, ist, ich klicke hier nochmal auf mein normales Werkzeug, um hier diese Punkte zu bewegen. Wenn ich nicht die Händel irgendwie bewegen will, kann ich die auch hier mit dem normalen Werkzeug hier bewegen. Ich mache die gelbe Maske jetzt etwas größer und mache die rote Maske, ziehe ich jetzt hier etwas weiter runter. So. Man kann übrigens auch mehrere mit Shift, also mit der Großschreiben oder Shift
oder Umschalttaste gedrückt hier verschiedene Punkte selektieren und kann die dann gleichzeitig bewegen. Ja. So. Zum Beispiel. Und wenn ich jetzt von dieser Maske, also dieser Teil wird jetzt von der gelben sozusagen weggeschnitten, und wenn ich da jetzt die weiche Maskenkante einstelle, dann seht ihr, dass ihr jetzt auf einmal sozusagen das, was da weggeschnitten wird, wird mit einer weichen Kante weggeschnitten. Was so viel heißt, wie wir haben jetzt unten einen schönen langsamen Übergang und oben entsprechend eine nicht weiche Kante. Ja. Das kann ich jetzt hier entsprechend anpassen und ich nehme jetzt hier das Solo nochmal weg, um das genau zu sehen. Das heißt, jetzt können wir hier wunderbar die Masken entsprechend setzen und dafür sorgen, dass das unten einen weichen Übergang hat und oben einen sehr geraden Übergang. Okay, ein letztes Problem, was wir an dieser Stelle hier jetzt noch haben, das ist, dass dieser Kopf sich ja etwas bewegt, ja, und unsere Masken sich nicht bewegen. Das heißt, wenn jetzt der Kopf hier so runter geht zum Beispiel, sehen wir, dass die Maske an der Stelle einfach nicht mehr passt. Was kann man da machen? Vielleicht haben einige von euch schon von Bewegungen tracken gehört. Das sind Sachen, die man oft benutzt, wenn man irgendwelche Bewegungen mit, also wenn man Elemente mit irgendwelchen bewegten Elementen mitbewegen möchte. Oft ist es allerdings auch so, dass es einfacher ist, das Ganze schnell per Hand zu machen. Das ist ein bisschen Handarbeit, aber gehört oft zu solchen Effekten einfach dazu. Und diese Maskenkanten, die kann man auch im Verlauf der Zeit über Keyframes, genau wie ihr das bei den Effekten gesehen habt, im zweiten Teil dieser Tutorial-Serie, leicht animieren. Und das machen wir an der Stelle jetzt mal. Dazu gibt es hier diese Eigenschaft Maskenpfad. Ja, also wir haben ja eben schon gesehen, wir haben hier die weiche Maskenkante und die Maskenauswertung. Deckkraft haben wir noch nicht gesehen, aber das könnt ihr euch vorstellen. Wenn ich die hier zurücksetze, die Deckkraft, dann seht ihr, dass das hier insgesamt transparenter wird. Ja, also der Maskenpfad, das ist wirklich diese Form hier. Und wenn ich die im Verlauf der Zeit animieren möchte, kann ich hier jetzt zum Beispiel einen Keyframe setzen, indem ich auf dieses Stoppelsymbol drücke. Ja, genau wie bei Effekten oder so auch. Und jetzt gehe ich hier ein Stück in der Zeit weiter und sage zum Beispiel, an dieser Stelle soll die Maske jetzt tiefer liegen. Da kann ich jetzt hier meine Maskenpunkte anpacken und tiefer schieben. Ja, ich klicke jetzt hier auf diesen Punkt und mit Shift, also Großschreiben, Umschalt gedrückt, selektiere ich jetzt noch mehr Punkte. So, und jetzt schiebe ich diese Punkte einfach so tief, wie an der Stelle eben die Maske sein soll. Die soll jetzt halt hier sein. So, wenn wir uns das jetzt in der Zeit angucken, sehen wir, dass sich diese Maske von diesem Keyframe hier zu diesem Keyframe hier kontinuierlich bewegt. Das reicht jetzt hier noch nicht ganz. Ja, also an dieser Stelle sollte sie ja noch nicht so weit runtergerutscht sein. Also machen wir hier noch einen Keyframe. Nehmen wir nochmal diese ganzen Punkte und schieben sie entsprechend hier rauf. Und das kann man jetzt halt beliebig präzise machen, so präzise, wie man es eben haben möchte. Ja, also entsprechend viele oder wenige Keyframes setzen. Ich finde, für diesen Teil hier passt das jetzt schon ganz gut. Okay, hier ist es vielleicht noch etwas weit. Das heißt, hier setzen wir noch einen Keyframe. Ups, jetzt habe ich hier die Linie angepackt, das wollte ich nicht. Gehen wir auf Bearbeiten rückgängig, Steuerung Z. Ich kann übrigens auch, jetzt habe ich hier die Ebene verschoben, das wollte ich nicht. Bearbeiten rückgängig. Ich kann auch auf eine Maske doppelklicken auf den Pfadkant, auf die Pfadkante. Und dann habe ich hier so ein Rechteck, was ich auch benutzen kann, um die entsprechenden Punkte hier zu manipulieren. Ja, das heißt, ich kann jetzt hier sagen einfach, naja, an der Stelle soll die Maske so etwas gestaucht werden. Mit Return kann ich das Ganze bestätigen. So, und jetzt habe ich hier einen weiteren Keyframe. Und jetzt bewegt sich das Ganze ganz gut mit. Oh, was haben wir hier jetzt noch für ein Problem? Hier sehe ich gerade, hier ist diese Kante sichtbar. Solo das mal. So, ja, um euch zu erklären, was hier passiert. Also, wenn ich jetzt diese Elemente hier runterziehe, irgendwann kommen hier natürlich wieder ein neuer schwarzer Bereich wieder. Ja? Das heißt, ich muss aufpassen, dass ich hier mit der gelben Maske nur so weit gehe, dass ich hier nicht über die Mitte dieser Maske drüber komme. Sonst komme ich wieder in den Bereich, wo es langsam wieder dunkler wird. Okay, was jetzt also noch an Arbeit anstehen würde, ist hier einmal über den Clip gehen und entsprechende Keyframes setzen. Eine letzte Sache wollte ich euch auch noch zeigen an dieser Stelle und das ist, dass man solche Masken nicht nur auf Farbflächen anwenden kann, sondern auch auf andere
Ebenen, insbesondere zum Beispiel auf Einstellungsebenen. Was sind Einstellungsebenen? Dazu gehen wir auf Ebene, neu, Einstellungsebene. Das sieht ihr jetzt hier wieder nicht. Deswegen gehe ich lieber nochmal hier in diesen leeren Bereich und klicke auf neu. Und, ach, jetzt seht ihr es auch nicht, ist hier unterhalb. Also Einstellungsebene ist da einer dieser Menüoptionen, die man hier unter Text und so weiter sehen kann. Einstellungsebene. Eine Einstellungsebene ist eine Ebene, die sozusagen Effekte auf alles, was unten drunter ist, anwendet. Ja? Und einen Effekt, den wir hier zum Beispiel uns ansehen können, wäre der Effekt Farbkorrektur. Wo haben wir den? Ich suche den mal hier in den Effektvorgaben Kurven. Farbkorrektur Kurven. Den ziehe ich jetzt mal hier auf diese Einstellungsebene und den diskutieren wir in einem im nächsten Teil der Guru-Lektion in ein bisschen mehr Detail. Aber was ich mit dem machen kann, ist, ich kann mein Bild dunkler werden lassen, indem ich hier diese Kurve zum Beispiel runterziehe, ja, oder indem ich auch hier diesen Anfangspunkt ein bisschen runterziehe. Also ich kann hier insgesamt die Bildhelligkeit verändern. Und angenommen, wir wollten jetzt die Bildhelligkeit aber nicht von diesem ganzen Ding hier verändern, sondern wir wollten nur so einen Schatten am äußeren Rand des Bildes haben, dann kann ich jetzt auf dieser Einstellungsebene eine Maske setzen und die kann ich entweder hier mit dem Zeichenstiftwerkzeug machen oder wir können hier auch so vordefinierte Maskenformen benutzen. Die Ellipsenform ist die, die wir jetzt brauchen. Dazu könnte ich jetzt hier so eine Ellipse zeichnen. Ja? Und wir sehen sofort, dieser dunkle Effekt auf der Einstellungsebene wird nun nur auf diesen Bildbereich und nicht auf das ganze Bild angewendet. Ich gehe nochmal auf Bearbeiten rückgängig. Die zweite Sache, die ich machen kann, ist hier einfach ein Doppelklick auf dieses Symbol. Und dann erzeugt er uns eine Ellipse, die diesen kompletten Clip abdeckt. Und okay, was haben wir jetzt davon? Wir haben jetzt diesen Effekt Kurven, der das Bild dunkler macht, nur auf diesen Bildbereich angewendet, den wir hier mit der Maske begrenzt haben. Wenn ich jetzt statt auf Addieren bei dem Maskenmodus auf Subtrahieren gehe, dann nimmt er alles außer dieser Maske. Ja? Und wenn ich jetzt noch bei der Maske hier bei der weichen Maskenkante einen Wert einstelle, dann sorgt das dafür, dass hier der Effekt jetzt, je weiter ich nach außen komme, desto stärker sozusagen angewendet wird. Und ich schalte jetzt die Sichtbarkeit der Maske nochmal ab. Ja? Und jetzt sehen wir, jetzt haben wir wirklich so einen Schatten im äußeren Bereich oder so ein Abdunkeln im äußeren Bereich des Bildes erzeugt, was oft ganz nett aussieht. Ein anderer Vorteil von diesen Einstellungsebenen ist der, dass man die Sichtbarkeit dieser Effekte oder den also sozusagen die, also ob diese Effekte angewendet werden oder nicht, darüber kontrollieren kann, dass man von der Einstellungsebene hier dieses Auge an- und abschaltet. Ja? Wir sehen, so war es vorher und so sieht es jetzt mit abgedunkeltem Rand aus. So, ich denke, das war es dann erstmal für heute. Ihr habt also gelernt, was man alles mit Masken machen kann. Ja, Masken sind gut, um Ebenen irgendwie zuzuschneiden. Das haben wir hier an dieser schwarzen Farbfläche gesehen. Zusätzlich kann man Masken auch auf Einstellungsebenen anwenden, um Effekte nur auf bestimmte Bildbereiche wirken zu lassen. So, ich hoffe, dass euch das weitergeholfen hat und ihr wieder ein bisschen kluger geworden seid, was man mit After Effects alles anstellen kann. Und natürlich hoffe ich, dass wir uns im nächsten Teil wiedersehen.